Hallo ihr, heute zeige ich euch, wie ihr euer Handy bei einem Wasserschaden retten könnt. Denn dann ist vor allem schnelles Handeln gefragt. Wenn euch euer Handy ins Wasser gefallen ist, schaltet es sofort aus. Danach öffnet ihr die Abdeckung auf der Rückseite und nehmt, wenn möglich, den Akku, die SIM-Karte und die SD-Karte heraus. Falls euer Smartphone in schmutziges Wasser gefallen ist, wischt es am besten noch mit klarem Wasser ab. Keine Sorge, es ist sowieso schon nass und bestenfalls trocknen dann keine Rückstände und Dreck auf deinem Smartphone an. Zum Trocknen legt ihr die Einzelteile am besten auf ein Papiertuch. Wenn euch noch Tropfen auffallen, tupft diese ab. Ganz wichtig ist dabei, bitte nicht wischen. Alternativ könnt ihr euer Handy auch an allen Öffnungen absaugen. Jetzt kommt der eigentliche Trick. Füllt einen Beutel mit Reis und legt euer Smartphone hinein. Wenn ihr keinen Beutel habt, geht notfalls auch eine große Schüssel. Wenn ihr euer Handy nicht auseinandernehmen könnt, legt es direkt in den Beutel mit Reis. Der Reis entzieht eurem Smartphone die Flüssigkeit. Jetzt wartet ihr ca. 24 bis 48 Stunden und im besten Fall sollte es jetzt wieder einwandfrei funktionieren. Noch viele weitere coole Tipps und Tricks findet ihr auf www.handysektor.de. Euch noch eine schöne Woche und bis bald.